Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier. Ach, eine Sekunde mal. So, musste nur ganz kurz meinen Ventilator wieder anmachen, weil es ist so warm, Leute, es ist so warm, wirklich. 41 Grad heute hier, ja, am Samstag, dem 8. August, das ist so krass. Gut, Leute, ja. Gut, dann nochmal hier den Einstieg. Willkommen zurück zu Parasite Eve. Wir waren beim letzten Mal hier, haben uns hier die Waffen geupgradet. Ne? Und wir konnten bei ihm hier, genau, Equipment Store. Aber ich glaube, da brauchen wir erstmal nichts. Ansonsten, wir haben eine neue Waffe, ne? Nehme ich an. Wir haben ja hier die M16. Genau, die lade ich mal nach. Mit Munition. Und die rüste ich dann auch gleich aus. Aber wie funktioniert denn das? Believe Weapon. Move. Ne, ich glaube, das war Change Weapon hier, genau. Club 1 und dann die M16 drauf. So, schaut mal, wir haben die letzten aufgerüstet. Dreifachschuss. 112 Range, das ist schon ordentlich. Und wir haben 92 HP. Und genau, dann haben wir das hier schon gemacht und dann müssen wir jetzt eigentlich zurück zum Chef, oder? Weil mit dem haben wir auch schon geredet. Moment, 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 da war noch Medizin 1 drin. Geh mal wieder rein, Eier, bitte. Geh mal bitte wieder rein. Ja, Leute, ich bin ein bisschen vergesslich, deshalb. Seht's mir nach. Genau, hier in der Kiste, da war doch noch eine Medizin... Da ist noch eine Ammo drin, okay. Habe ich hier gar nicht aufgemacht. Auch interessant. Gut, genau, da ist die Medizin 1, Leute. Alles klar, ja, wir waren ja beim letzten Mal Eve auf der Spur. Allerdings müssen wir uns jetzt erstmal hier ein bisschen ausruhen im Polizeirevier. Und ich glaube, wir müssen zurück zum Chef. Ich bin mir nicht mehr genau, ganz genau sicher, weil der neue Infos für uns hat hier. Oh, schau mal da hinten, da ist ein Kind. Da ist ein Kind. Gehen wir auch direkt mal hin hier. Hallo, kleiner Mann. Wer bist du? Der sucht irgendwen. Hey there, you lost? Hast dich verlaufen? Ben? Daddy! Ah, das ist der Sohn von dem Ben. Okay. So, this is Ben. Ist also Ben, ja. Ben, this is Aya. Now what you're doing here? Ja, was machst du hier, kleiner Mann? Hier. Tickets? Oh yeah, the concert. Sorry, son. Daddy's really busy today. I promise I'll make up for... Fine. Ja. Ja, der Vater, der hat seinen Sohn vergessen. Die wollten eigentlich auf ein Konzert und... Ja. Guess every kid needs a mother. That's not true. I was raised by my father too, after my mother died. Ja, das ist immer so eine Krankheit, ne? Polizistenkrankheit, die müssen halt viel arbeiten und ja, er denkt jetzt, dass er schuld war. Ja, gut. Aber Aya wurde von ihrem Vater aufgezogen, deshalb kann das nicht stimmen. I'll be always be grateful for him. Ja, well, his mother's still alive. Ihr Vater ist also gestorben, okay, krass. Und die Mutter von Ben ist noch am Leben, okay, Leute. Ah, jetzt ist hier wieder eine Polizistin. Cool, cool, cool. So. You met Daniel's son Ben? Daniel divorced his wife, last year. Ah, die beiden haben sich also getrennt. This was before you were assigned here. He kept saying every boy needs a father. So he fought for Ben's custody with Lorraine, his ex-wife. Well, he won, but being a cop, I doubt if he has time to spend with him. Oh yeah, Captain Baker was looking for you. Ja, okay, also bei denen war ein Sorgerechtsstreit am Laufen, bei den beiden, also bei dem Ben und bei seiner Ex-Frau Lorraine. Er hat den Streit tatsächlich gewonnen, aber... Ja, er kann sich halt nicht so 24/7 um seinen Sohn kümmern, deshalb ist das ein bisschen blöd. Aber, ja cool, dass man hier so eine Hintergrundinfo kriegt und ja,
gehen wir jetzt am besten mal wieder zum Chef zurück, weil der, die hat auch gesagt, wir sollen zum Chef, alles klar, dann gehen wir mal zurück hier, los. Gehen wir hier rein. Mucki ist geil, so schön chillig. Und ja, Leute, freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid beim guten alten Parasite Eve. Das ist ja wirklich ein mega geiles Spiel. Gut, Chef, was ist los? Sir? Ja, dann geh hin, ja. Los, ich will dich sprechen hier. So. Was gibt's, Chef? You looking for me? Sie wollten mich sprechen? Yes, we're having a press conference now and I want you there too. Oh, es gibt also eine Pressekonferenz. Me? That's right. You'll be on national television as the sole survivor of that incident. I see. Also es gibt eine Konferenz im Fernsehen, okay? Und da soll sie aussagen. But you only answer when I ask you. The media is just looking for anything to grill us about. Ja, sie soll also nichts Falsches sagen, okay? They may even turn you into a suspect, so let me do the talking, understood? Ja, okay, alles klar, ja, ja, ist okay. Okay, then let's go meet the press. Okay, liebe Leute, ein Pressemeeting also, über das, was vorgefallen ist. So you're saying this could be the work of a terrorist? That's what we currently speculate. Okay. Die versuchen es also zu vertuschen. How about accounts of officers and firemen that are seen at the scene bursting into flames? That was due to a rare, highly flammable chemical which was used to start the fire. Ja, die Aya, die will wohl irgendwas sagen schon und der Chef, der bleibt bei seiner Theorie. Okay, another question. Then how did Detective Breyer survive without so much as a minor burn? Ja, warum hat nur Aya überlebt? That's a result of her quick thinking and training as an officer. Klar. I'm asking her the question. Ja, jetzt wird's interessant. Jetzt wird sie gefragt. She said that my mitochondria were a mutation. Oh mein Gott, das gibt Ärger, Aya. Jetzt packt sie aus vor der Presse. Oha. Aya. Your mitochondria? Who said this? Wer hat es gesagt? Melissa. No, she said she was Eve. Okay. But according to a report, Melissa Pierce was killed in the fire. Ja, also da gab's ein Report, also der hat gesagt, dass diese Melissa halt umgebracht wurde. Melissa did die. Her body had been taken over by this Eve. Ihr Körper wurde also übernommen von dieser Eve, ne? Ja, wie wir es schon mitbekommen haben. What's this Eve? Some kind of an alien? Ja, was ist diese Eve? People, please, she is very tired and we are still investigating. That would be all for today. Ja, das versetzt die Menge natürlich in Aufruhr, ne? Ganz klar. Ganz klar, Leute. Und ja, der ist jetzt bestimmt angepisst. Oh yeah, I thought I told you not to say anything. I'm telling the truth, sir. Ja, der ist natürlich angepisst jetzt, ne? Klar. Oh ja. That is not the point. Who's going to believe you? You will only stir up the media and cause people to panic. Ja, das stimmt. Also die Leute, die werden wahrscheinlich Panik kriegen jetzt, ne? Sir, she was only... Die hat doch nur... Ja. Telefon. Baker here. Who? What does he want? Well, put him through then. This is Captain Baker. What? Meet? You'll have to speak up. Yes. What? Irgendeiner will ihn also treffen. Okay. Yes, all right. Some Japanese scientist, I think, couldn't understand his English too well. Aha, also ein japanischer Wissenschaftler. He was raving around about some mito something. Says he's coming over here. Might O?
Is it Mitochondria? Okay, der weiß also irgendwas, dieser Wissenschaftler. Okay, interessant. Der nix. You mean that thing in the cell that makes energy from oxygen? Genau, Leute, diese Mitochondrien sind ja diese Dinger in unseren Zellen, die ja, diese Energie produzieren, ne? ATP, oder wie war das genau? Habe ich im Biounterricht damals nicht so ganz aufgepasst. Might have heard about that in school. Ja, ich auch. Ich habe es auch in der Schule gehört. That's what Eve has said. Ja, das ist, was Eve gesagt hat. That it's time for the mitochondria to be set free. Dass die Mitochondrien also freigesetzt werden sollen. Hey, I just read that some researcher at the museum wrote a new theory on them. Okay. Sir, I'm taking Aya to talk to this researcher. Go. Better be there before the media. It may explain that phone call too. Okay, Leute, im Museum gibt's also einen Wissenschaftler, der ein bisschen mehr weiß über die ganze Mitochondrie-Sache und den wollen wir befragen. Alles klar. Yes, sir. Come on, Aya. Gut, wir hauen ab. Alles klar. Oh mein Gott, was ist mit meinem Timer wieder passiert? Ah, shit. Leute, eine Sekunde, da muss ich mal ganz kurz einen Cut machen, also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, keine Ahnung, was meinen Timer wieder zurückgesetzt hat, aber wir haben noch 33 Minuten. Gut, liebe Leute. Ah, was? Was sagt er? I'll bring the car around. Meet you at the front. Gut, wir treffen uns also vor dem Gebäude. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Ja. Ja, komisch, ne, mit meinem Timer. Manchmal, ja, macht der Spacken so hier im Exit. Hier waren wir nämlich noch gar nicht drin, beim letzten Mal. Werdet ihr sehen, das ist auch einfach nur hier die Eingangshalle. Schaut mal hier. Und, ja, da ist ein Typ wie am Rechner. Ah, okay. Hallo. Kollege. Eddie. What a case to have on Christmas, huh? Ja, das stimmt. Was ist das für ein Fall, der ausgerechnet an Weihnachten passiert? Ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. Alles klar. Gut, Leute, wir müssen raus hier. Gut, dann gehen wir mal. Und zack, raus. Los. Auf die Straße. Genau, Leute. Genau, hier ist so eine coole Musik. Ah, schaut mal hier, Leute. Jetzt haben wir hier unsere Karte tatsächlich. Wir haben hier unsere Weltkarte vom ersten Parasite Eve. Ganz genau, Leute, wir haben hier drei Punkte zur Auswahl. Das ist New York, was ihr hier seht. Ziemlich verpixelt, aber es ist halt New York. Und wir haben hier drei Punkte. Einmal das Polizeirevier, wo wir drin waren. Dann einmal das Museum, da wo wir hin müssen. Und die Carnegie Hall, da wo wir angefangen haben. Allerdings gibt es da, glaube ich, nichts. Deshalb, ja, fahren wir ins Museum, liebe Leute. So. Klappt das jetzt hier, oder was? Ja, genau. Sehr gut. Daniel. We're going to the Museum of National History. Dr. Hans Klemp will be there. Okay, ab ins Museum. Zu einem Hans Klemp. Okay. Dr. Klemp? What's his area of research? Ja, was forscht er? Well, according to the papers, he's working out on a new theory. Mitochondria something, but it seems to cover the whole genetic spectrum. Der forscht also tatsächlich irgendwas über die Mitochondrien, okay. That's odd, to have a PhD and be working in a museum. Ja, stimmt, ne? Warum arbeitet er in einem Museum? Ist irgendwie... Well, he's pretty antisocial and doesn't like to waste time outside research. Ja gut, alles klar. Der will einfach nur seine Ruhe haben. Oh great, we're gonna have a grand time with this one. Wir werden eine coole Zeit haben, ja. Mit dem Typen. Yeah, yeah, I know where you're going with this. Just be careful this time, huh? Wir sollen aufpassen, okay? Are you referring to the press conference? Yeah. Es geht also um die Pressekonferenz. Daniel, why do you kiss the chief's butt? Er küsst also den Arsch vom Chef. You two joined the force at the same time, didn't you? Ich hab gleich angefangen, da warum, ja. Yeah, but
That was years ago. Now he's my boss. Ja, das war. Ja, die haben zeitgleich beim Polizeipräsidium da angefangen, und aber der Baker ist jetzt sein Boss und er kann nichts machen. Ja, das ist so. Alles klar, liebe Leute. Wir fahren ins Museum. Ja, verdammt interessant. So. Zack. American Museum of National History. Alles klar, dann gehen wir doch direkt mal dahin. So, wir sind angekommen. Boah, ich denke mal, das stürzt ab, weil es so lange lädt, aber gut. It's been a while since I've visited the museum. Ja, schon länger her. Okay. Dinosaur Exhibit. Love those things when I was a kid. Looks like it's closed today. Eine Dinosaurier-Ausstellung. Ja, fand ich ganz cool sogar. Well, let's see what that security guard can do for us. Alles klar, Leute. Wir sind am Museum angekommen. Oh, hört euch das an. Diese Geräusche, wie man, wenn man durch den Schnee läuft, so krass. Und ja, liebe Leute. Dinosaurier-Ausstellung, und hier soll irgendwo dieser Professor sein. Gut, dann gehen wir zu unserem Kollegen hoch. Der ist schon dämlicherweise vor uns gelaufen. Hey, you there, how are you doing? Doing okay. Pretty cold day though. How about yourself? We're with the NYPD. We're looking for a Dr. Clamp. He works here, doesn't he? Er fragt ihn jetzt, arbeitet hier ein Dr. Clamp? Sure does. As a matter of fact, he's up there in his room right now. Ah, der ist also oben in seinem Zimmer. Sehr cool. Dann können wir den ja befragen. Did he do something? Hat er was gemacht? Nah, we just want to talk to him, that's all. Thank you. It shouldn't take long. Alles klar, wir wollen also nur mit ihm reden. Keine Sorgen, Mann, hier. Aber wer weiß, vielleicht hat er wirklich was damit zu tun. Place is pretty creepy without any people. You'll find him in the research lab on the second floor. Gut. Das ist also... He's been pretty busy for the past few weeks. Doesn't come out ever. Thanks. Ja, der Typ, der ist irgendwie ein bisschen... hat sich versteckt oben in seinem Zimmer und kommt nie raus und... Ja, das wird lustig gleich. Das wird lustig, Leute. Und der geht jetzt hoch, genau. Oh, by the way. Could you please sign in? It's policy. Let's just keep check on who comes in. Thanks, Arya. Gee, Daniel. You sure you don't want to run down here and do it yourself? Notebooks on the counter. Thanks. Ja, toll. Mensch, Daniel. Hättest dich auch mal eintragen können. Jetzt müssen wir wieder die Arbeit für dich machen. Oh. Was hat sie jetzt gesagt? Hier. Shit. Ich hab's übersprungen. Verdammt. Er hat auf jeden Fall gesagt, sie hat gesagt, hier, Name reicht. Dann hat er gesagt, ja, es sei denn, du willst deine Telefonnummer da lassen. Ja, er versucht sie anzubaggern. Das habe ich leider übersprungen, aus Versehen. Und ja, Leute, willkommen im Museum. Wir gehen direkt hoch. Hier ist alles menschenleer, natürlich, in der Weihnachtsferien, na klar. Und dann würde ich sagen, speichern wir das Ding mal. Ich hoffe, dass da jetzt ein Speicherpunkt ist. Check a memory card. Nö, kein Speicherpunkt, okay. Gut, dann mache ich noch ein Save State. Ist ja auch egal eigentlich, ne. Wir kommen ja trotzdem weiter. Gut, Leute, dann haben wir hier unser Museum. Hier ist ein Aufzug. Der sieht anders aus, der Aufzug, ne? Ja, gut. Hier steht Do not enter. Okay. Gut, wir können nur nach oben. Alles klar. Gut, Leute. Was ist, sagt er hier? Just hope this place doesn't explode or anything. One of these days, you know. Explodiert, okay. Nee, lieber nicht, danke. Auf Explosionen habe ich jetzt hier auch keinen Bock drauf. Hey, ah ja. Der Daniel ist also schon da. Okay, alles klar. Over here. Hinten ist also die Tür. Okay, sehr interessant. Gucken wir uns aber erstmal nochmal hier um. Hier ist ein Aufzug. Hier passiert gar nichts. Okay, ich glaube, wir müssen tatsächlich da hinten hin. Ja, so viele Türen hier. Ich kann euch sagen, dieses Gebiet wird nochmal nervig später.
Ja, wir werden hier nochmal mehr machen als diese Türen hier, definitiv. Gut, wir sind da. Gehen wir rein. Hey, it's open. Let's check it out. Das wird jetzt lustig. Ich kann es mir schon vorstellen. Es wird wahrscheinlich so ein übelster Nerd. Excuse me? Hello? Hey. Genau. Dr. Clamp. Dr. Clamp. I hear you. Was ist das für ein... Ja, dachte ich mir schon, dass das ein Freak ist. We're with the NYPD. We'd like to ask you a few questions. Wir haben ein paar Fragen an dich. Okay. Ja, ja. Professor, we're looking for clues concerning the incident which occurred. Are you accusing me? Okay. Der denkt, dass wir ihn beschuldigen. Oh. What? This again? What is this? Okay. Oh. This man. I know him, I think. Das ist der, ne? Ich glaube, das ist der. Schaut mal. Der aus den Cutscenes da, aus den Träumen von Aya. Ah, okay. What's wrong? Are you okay, Aya? Yeah. Mir geht's gut. We'd like to ask you about the mitochondria research you've been doing. Fragen über die Mitochondrien. NYPD, huh? Why are you interested in my work? Was geht euch das an? Ja. The suspect mentioned that the mitochondria could be set free. Now do you... That suspect ignited people without laying a finger on them. Ja, die erklären ihm gerade, was passiert ist. Then it transformed into some kind of creature and ran off. Since she mentioned mitochondria, we were hoping you could supply us with some info. Ja, wir hoffen also, dass der uns helfen kann, der Typ hier. You two have absolutely no idea what the true mitochondria is like. Wir haben also keine Idee, okay? Ein Moment mal, mein Kater spielt gerade hier mit dem Mikrofon, das ist gerade nicht so doll. Aber gut. Okay. Do you? The mitochondria possesses its own unique genetic code. Okay. Die Mitochondria hat einen eigenen Code. Interessant. Its own? Are you saying it's a separate organism? Precisely. Okay, die sind also eigene Organismen. Okay. Kind of like a parasite or something, huh? Parasite Eve, ja. Parasite? That's an interesting way of describing this most fascinating creature. Der findet es also sehr faszinierend, ja. We cannot live without the mitochondria, do you understand? Ja, wir können ohne die nicht leben, das stimmt. The mitochondria creates energy for us. Without it, we're nothing. Ja, ja. We are here because the mitochondria allows us to be here. Okay, die Mitochondrien erlauben uns also zu leben, alles klar. Our brain, for example. Ja, die sagen, was ist das für ein Freak? The brain functions due to the interaction between axons and dendrites. This interaction is possible due to the energy the mitochondria provides. Okay, es geht hier also um Energieübertragung im Gehirn, die Mitochondrien also ermöglichen, okay? Interessant. Did you know the mitochondria is capable of discharging 200,000 volts of electricity? Wow. Okay, also wenn die Mitochondrien anfangen, dann ist die Energie, die freigeben, ja, 200.000 Volt, meine Fresse. This not only pertains to electrical discharge, but also applies to heat energy as well. Ah, es kann also auch Hitze sein, okay. Heat? Then the combustions from last night were... For a human to burn and melt, 1600 degrees of heat must be generated. There are several hundred mitochondria present within a single cell. Okay, Leute, ich glaube, ich
ich komme schon dahinter, was er uns sagen will. If all the mitochondria in the body began functioning at the same time, also wenn alle Mitochondrien auf einmal sich aktivieren im Körper, a tremendous amount of energy would be generated and released. Dann wird extrem viel Energie freigesetzt und da würden die einfach schmelzen, die Leute, ja. Melting a human into a puddle of fluid would be a simple task with so much energy. Ganz genau, die schmelzen einfach, ja. So you're saying that the mitochondria ignited these people? Professor, you may be right in that we need the mitochondria to live. But in the end, we're just using them for energy, right? Ja klar, also er denkt halt, dass wir die nur benutzen. Das ist ja eigentlich auch so, aber hier in dem Spiel halt ein bisschen anders, ne? Und das ist interessant. You have no idea. The mitochondria has control over an organism's growth. Okay, jetzt sagt er auch noch, dass die Mitochondrien unser Wachstum kontrollieren, okay. Take this hand for example. Before we're born, this hand is merely a glob of flesh. But when cells between the fingers deteriorate, that's when the fingers first form. Ah ja, also unsere Hände sind halt erst ein Fleischklumpen und durch die Mitochondrien werden sie also geformt. Sehr interessant. When the cells which make up the body aren't needed anymore, it receives a signal to die. Ja, okay. Also wenn die Zellen nicht mehr gebraucht werden, dann sterben die einfach ab. The signal is initiated by the mitochondria. Und das alles durch Mitochondrien. When it is relayed, the genetic information in the nucleus is cut off and in essence dies. Ja, also auch die Geninformationen sterben ab. Bisschen biolastig hier. Aber es ist interessant, also muss man sagen. The same can be said for aging. The mitochondria mutates 10 times faster than cells. Oh. Okay, also Mitochondrien altern 10-mal schneller als Zellen, okay. Of course, this also applies to mutant forms of mitochondria as well. Mutantenformen, okay. When too many mutant mitochondria multiply, energy production level decreases. Okay, also wenn sich ganz viele Mitochondrien multiplizieren, dann, ja, wird das Energielevel weniger. The decrease in energy production is associated with the aging process. Okay, das hängt also mit dem Altern zusammen. So, are you still stupid enough to say that we are the higher species? Ja, der denkt, wir sind dumm und natürlich sind die Mitochondrien über uns und ja. But you're not saying that the mitochondria is doing all this consciously, right? Ja, macht die Mitochondria das bewusst? When I said that the mitochondria could mutate 10 times faster than normal cells, I also meant that they could evolve at rate 10 times faster. Gut, also die Mitochondrien machen halt eine schnellere Evolution durch. Okay. Since the beginning of creation, the mitochondria has been evolving at this rate. Ja, seit Tag 1 entwickeln die sich auch in dieser Rate. It is no surprise that they possess a power, if they possess a power beyond our cognition. No surprise at all. Ja, also dadurch, dass sie so schnell sich entwickelt haben, ist es logisch, dass die Sachen drauf haben, wo wir nicht mit umgehen können. Let me tell you something. There was a scientist who tried to determine the mutation rate of the mitochondria. Es hat also schon mal einer versucht, das festzustellen, diese Mutation. With this, the scientist wanted to establish a connection with human ancestry. Okay, der wollte also eine Verbindung zu unseren Vorfahren damit herstellen. In 1987, it was announced that the root of all humans can be traced to a single woman in Africa. This finding was announced around the world. Okay, also früher wurden wir alle quasi auf eine Person damals zurückgeführt, in Afrika. Eine Frau, also interessant.
And with this, the mitochondrial theory spread like wildfire. Dadurch hat sich die Mitochondrien-Theorie verbreitet. You know what they call the root of it all? Mitochondria Eve. Splendid name, just incredible. Ah ja, Leute, die haben diese Frau also Mitochondrien Eve genannt. Okay, es könnte also sein, dass diese Eve, die wir hier sehen, diese Mitochondrien sind. Ne, von der ersten Frau überhaupt. Eve? The suspect in yesterday's case called herself Eve. Ja, die hat sich auch so genannt. What? Hey, if you know anything, you better not be holding back on us. Ja, wenn du was weißt, dann sag's uns, verdammt. She called herself Eve? Der ist ja verrückt, ey. Sorry, but I told you what I know. I'd like to return to my studies now. Okay, der weicht also aus. Der will nichts sagen. Okay. Alles klar, dass er jetzt wo ist, wo er weiß, dass die Eve da unterwegs ist. I believe you know the way out. Hey, you better explain what the hell is going on here. Der macht einfach weiter. Forget it, Ben. God damn it. Okay. Ach du Scheiße, also ziemlich interessante Story. Heftig, ja. Heftig. Und ja, die Kernaussage von dem Ganzen ist halt einfach, dass diese Mitochondrien eigenständige Wesen sind. Und dass die, ja, sich sehr schnell entwickelt haben seit der Urzeit. Und deswegen sind die jetzt halt uns meilenweit voraus. Und die wollen jetzt freigesetzt werden aus dem Körper. Und das ist halt passiert in Form von Eve. Ganz genau. Gut, Leute, ich glaube, wir müssen zurück ins Polizeirevier. Weil Carnegie Hall macht keinen Sinn. Genau, ne? Da kommt doch jetzt eine Cutscene, oder? Genau. Sehr gut. What the hell is wrong with that guy? I can't stand him. Ja, was ist mit dem, ne? Das ist ein verrückter Wissenschaftler, Ben. That man, I've seen him before, but I can't remember where. Ah, er hat ihn also schon mal gesehen. Könnte im Krankenhaus gewesen sein, ne? Oh. It's Daniel. What? Okay, we'll be right there. Okay. Ah ja, looks like we got a break to the case. Okay, what? Die haben also einen Durchbruch, okay. Oder eine Pause, ja. We're gonna get back to the station, ja. Hang on, I'm kicking into turbo. Ja, er gibt Gas und wir sollen ganz schnell ins Polizeirevier. Oh ja, okay. Der haut also rein. Ja, interessant, also Aya hat diesen Dr. Clamp wohl schon mal gesehen. Verdammt interessant, großer Storybrocken gerade eben. Wir haben noch keinen Kampf gehabt bisher. Und ja, wir gehen einfach mal zurück ins Polizeirevier. Also diese Folge wohl ohne Kämpfe, es sind nämlich nur 11 Minuten. Gut, Daniel hinterher. So, schnell rein da. Los. Gut, Leute. Ja, wir haben tatsächlich neue Erkenntnisse. Und Dr. Clamp hängt damit wohl zusammen, okay? Kathy, the whole place is going nuts. Wonder what's happened. Ja, die hat nichts zu sagen. Die fragt sich nur, was passiert ist. Okay, Ben. Ah, ne, nicht Ben. Daniel, sorry. Let's go. Was? Ach, Mann. Let's go, folks. We're starting the meeting. Ah, es gibt also ein Meeting. Ah, deshalb. Okay, Leute. Ein Briefing sozusagen. Okay, ein Missionsbriefing. Okay. Mit dem Chef wahrscheinlich. Genau, mit dem Chef. Hallo. Big Boss. Wir sind wieder da. Hi. Melissa's Solo-Konzert was scheduled for today. Melissa sollte also heute auftreten. She had disappeared after last night's incident and the concert was cancelled. Na klar, sie ist halt verschwunden und deswegen gibt's kein Konzert mehr. But people are still gathering at the stage. We must not let another massacre happen again. Ja, die Leute gehen trotzdem in den Park, weil sie denken, ja, die kommt, aber die kommt nicht. Und deshalb hat der Berg halt Angst, dass sie auch verbrannt werden, die Leute. Okay.
Na, da haben wir da so eine Karte. The concert is at the Central Park Amphitheater. Central Park? Ah, ist also im Central Park das Konzert. What is it, Daniel? Ben and Lorraine, they're at the concert. Oh Mann, seine Ex-Frau und sein Sohn sind da, okay. Was? Oh mein Gott. Daniel, stay here. Scurry, Baker, my son's in danger. Oh ja, er ist losgerannt. Daniel. Oh ja. Er will seinen Sohn sehr retten. Watch his back. Yes, sir. Oh, noch eine Mappe mitbekommen. Okay, cool. Oh, genau, Leute. Gut, also Daniel ist losgerannt in Central Park, weil seine Ex-Frau und sein Sohn da sind. Und der will halt... Da rennt er. Er will halt nicht, dass die verbrennen. Aber ich, so dreist wie ich bin, Mod-Pam mit. Genau, ich mache erstmal meine Weste nochmal frisch hier. Genau, ich tue mir, pack mir jetzt nämlich diesen Autozauber da rein, ganz genau. Wir haben ja diese Mod-Pamits. When are you gonna let me tune up the guns? I didn't ask to be assigned here to watch over the warehouse all day, you know? As long as you see guns as toys, you'll never touch them. Hey, I know I can make a stronger gun than you. Ja, die streiten sich gerade, wer die bessere Waffe macht. Guns aren't supposed to be stronger, you numbskull. They're supposed to be safer. Fine, ja, Jesus. Okay. Der denkt, also Waffen müssen stark sein, aber der Torres denkt halt, sie müssen sicherer sein. Ja, das ist ein guter Ansatz. Sorry, Aya, didn't mean to make a scene. But that goes for you too. You can never be too careful with a gun. Do you have any equipment modification permit with you? Ja, die haben wir, Torres, die haben wir. Eine Mod permit. Which gun? Ah, geht das nur mit Waffen? Slot is full. Ah, das geht nur mit Waffen. Ja gut. Das ist dann doof. Ein Slot. Wir haben jetzt noch ein Slot, alles klar, cool. Der macht unsere Waffe fertig. Cool. Wir haben jetzt also drei Slots in der Waffe. Finde ich interessant. Alles fertig. But just remember, ja. Das haben wir beim letzten Mal schon gehört. Gut, haben wir noch ein Tool? Wir haben kein Tool. Das ist gerade ein bisschen doof, weil ich würde ganz gerne... Nee, können wir eigentlich nicht. Nee, gut. Wir müssen hier raus. Einfach mal prophylaktisch mal einen dritten Slot freigemacht in der Waffe. Ja, warum nicht? Werden wir brauchen, definitiv. Gut, Leute, wir haben noch 7 Minuten. Vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Kampf hier zu sehen. Alles klar, wir müssen zum Central Park. Wir müssen zum Central Park zu Daniel, weil er will seine Frau retten. Beziehungsweise seinen Sohn. Boah, geile Cutscene hier. Jawoll! Auf geht's, Leute. Jetzt kommt ein bisschen Action in die Sache. Sehr geil. Oh ja. What the hell does Melissa, no Eve, want from us? Ja, was will die? Well, it looks like she wants to gather people in one big area. Ja, die Leute sollen sich auf einem Platz, ja, versammeln. Damn, that thing's got my boy involved. She's gonna pay for this. Ja. Sein Sohn ist dabei, deshalb. Let's hurry. Beeil dich. Just hang on there, Ben. I'm coming for you. Wir kommen, um dich zu holen, Ben. Alles gut. Nicht alles gut, aber bleib ruhig. Gut, liebe Leute. So, zack, zack, zack. Central Park. Genau, Leute. Im Park. Alles klar, Leute. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach Eve. Ben! Daniel, stop! Geh nicht da rein. I got to get my boy, Rookie. Wow! Wow! Ja, ich hab ja gesagt, nicht da rein. Mensch. Sometimes you got...
to look before you leap, Oldtimer. Ja, du solltest dich. Der sollte sich manchmal vorher ein bisschen Gedanken machen, bevor er rumläuft, ja. I don't care if I burn. Das interessiert ihn nicht. I'll go. Ich geh rein, Daniel. Ben's my son. He's the only family I've got. Ist alles, was er noch hat. Damn it. I can't do anything. Er kann also nichts machen, ja. Leave it to me. Ich kümmere mich drum. Well, but... I'll get them out safe. I promise. Besides, Ben needs you. You won't do him any good if you're dead. Ja klar, wenn er tot ist, dann hat Ben gar keinen mehr. Das ist schon richtig. Alright, I'm counting on you, Aya. I know. Okay, der zählt also auf uns. Hm. Aya, Ben's... Don't worry, I'll find him. I won't come back until I do. Ja. Okay, liebe Leute, wir müssen Ben da rausholen. Okay. Würde ich sagen, gehen wir auch direkt. In den Central Park. Neues Gebiet. Mit einer sehr coolen Musik. Genau. Mit einer sehr coolen Musik. Gut, dann gehen wir mal der Eve hinterher, liebe Leute. Wir haben hier ein Telefon. Speichern wir einfach mal. Vorsichtshalber. Gucken einfach mal, wie lange wir schon spielen hier. 1,47. Krass. Okay. Gut, Leute. Nochmal ein Safe State kurz machen. Und dann gehen wir mal weiter hier. Gehen wir hier rein. Los. Polizeiauto. Interessant. Und ja, Leute. Ich hoffe, dass euch das nach wie vor gefällt hier. Auch wenn wir hier noch keinen einzigen Kampf gesehen haben. Moment. Ich muss sowieso... Ah, nee, das ist schon. Okay. Das ist ein Maschinengewehr, was sie da hat. Ernsthaft? Sieht aus wie eine Pistole. Ah, was habe ich gesagt? Kein Kampf? Von wegen. Es gibt doch noch einen Kampf. Eine Schlange, Leute. Eine Schlange. Interessant. Noch eine Schlange. Okay, ich glaube, die vergiften, oder? Ey, geh weg, du dummes Ding. Na komm. Ah, verdammt. Die Schlangen, ja, ja. Hier sind Schlangen, Leute. Interessant. Er darf natürlich in einem Park nicht fehlen, ne? Ist so. So, die Schlangen sind tot. Medizin 1 und 6 Abos, ja. Oh, schaut mal da, da ist eine Kiste, liebe Leute. Da ist eine Kiste da links, schaut mal. Hier oben, hier. So, 6 Amos, sehr gut. Eigentlich nix, ne? Aber gut, Leute, wir haben noch 2 Minuten, da gehen wir noch mal ein bisschen hier weiter rein. Und gucken uns mal ein bisschen hier im Park um. Machen einen schönen Parkspaziergang im Winter, oh mein Gott, ey, ich möchte Winter haben. Das ist so warm hier. Was ich mir im Winter herbeisehne, ey, ohne Scheiß. Oh, das ist so kalt da. Moment mal, geht's hier runter? Was haben wir denn da? Ist hier ein Weg? Ah, sie geht zurück, okay, nee. Nee, nee, ah ja. Geh wieder zurück, los. Nee, nee, komm. Ja, das dauert ein bisschen mit dem Ladesequenzen. Ja, interessant, also die Mitochondrien, die schwirren halt hier rum und ja, wir müssen sie halt aufhalten, ne? Mit Kanonenkugeln. Central Park Zoo. Wir gehen also in den Zoo. Ja, das kann lustig werden. Wenn sich alles verwandelt, kann das lustig werden jetzt. Okay. Wir sind also in einem Gehege. M9. Eine neue Waffe, Leute. Aber die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht, Leute. Die ist viel schwächer als die, die wir gekriegt haben. Also von daher. So, wir haben hier ein Gehege. Oh, Gegner, Leute. Die letzten Gegner für heute. Nach diesem Kampf mache ich nämlich Schluss. Was ist das? Oh Gott, 2 Vögel. Okay. Ja, in einem Zoo darf das natürlich nicht fehlen, ne? So, und mach kaputt. Los. Oh, 2 kritische Treffer. Das ist schon mal sehr gut. Gut, Leute. Mach kaputt, schneller, bevor es dich angreift. Ja, perfekt, Leute, perfekt. Und wir kriegen Müll. Ah, mit dem Müll, das war, glaube ich, so eine Sache, Leute. Wenn man da ganz viele von sammelt, ja, kann man sich irgendwann nach 300 Stück oder so eine Waffe zusammenbauen, aber... Nee, Leute, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Gut, Leute, weil es nimmt doch Inventarplatz weg und so.
Gut, Leute, alles klar. Diese Folge war sehr ereignisreich. Wir haben ein bisschen mehr Story-Hintergrund bekommen. Und ja, sind jetzt hier im Central Park angekommen und müssen die Eve finden, die den Sohn von Daniel bei sich hat. Genau, und bevor er verbrennt, müssen wir dahin das machen. Da machen wir allerdings in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe mal, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal ein Like oder Abo da, würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.